Meine lieben Geschwister, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, es besteht kein Zweifel, dass Allah subhanahu wa ta'ala all diejenigen Gottesdienste, die er den Menschen für gesetzlich gemacht hat, die er den Menschen vorgeschrieben und zum Gesetz gemacht hat, lediglich dafür da sind, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala als den einen und einzigen anbetungswürdigen Gott anbeten, dem ihm dienen, demjenigen, der niemanden gezeugt hat und niemand hat ihn jemals gezeugt. Euer Herr, der Segensreiche und Erhabene, hat die Gottesdienste für euch gesetzlich gemacht an diesen Tagen, und es sind verschiedenartige, unterschiedliche Formen der Näherung zu Allah subhanahu wa ta'ala, damit wir uns ihm azza wa jal verschiedenartig nähern dürfen. Es gibt bestimmte Ibadat, die Allah für die Hujjaj gesetzlich gemacht hat, und es gibt bestimmte Ibadat, die Allah subhanahu wa ta'ala auch für alle anderen Muslime gesetzlich gemacht hat. Und in diesem Augenblicken bitte ich die Geschwister, die Moschee verlassen, ihre Stimme nicht zu erheben, barakallahu fikum, denn das ist nicht fair den anderen Brüdern. Ihr könnt euch auch draußen gratulieren, jazakumullahu khairan. Das muss jetzt nicht vor der Tür geschehen. Diese paar Sekunden könnt ihr noch warten, inshallah. Arju min al-ikhwa alladhina qamu alla yarfa'u aswatahum wa yusallim ba'dhum ba'dan ba'da khurujihi min baytillahi azza wa jal hatta la yushawishu ala al-ikhwa al-mustami'ina ila al-khutbah, barakallahu fikum. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmte Gottesdienste gesetzlich gemacht für die Hujjaj selbst, und wie zum Beispiel die Hajj, und auch andere für alle anderen Muslime, wie zum Beispiel das Gedenken Allahs und das Fasten. Auch gibt es bestimmte Gottesdienste, die Allah nur für die Reichen gemacht hat, wie zum Beispiel diejenigen, die es sich leisten können zu opfern. Und umgekehrt gibt es auch Gottesdienste, die auch für die Bedürftigen und Armen möglich sind umzusetzen, wie das Fasten. Und hier sehen wir, wie Allah subhanahu wa ta'ala verschiedenartige Ibadat gesetzlich gemacht hat, damit jeder von uns die Möglichkeit hat, sich Allah subhanahu wa ta'ala zu nähern, und damit diese Religion des Islam eine Religion ist für alle Menschen, sowohl die Reichen als auch die Armen, sowohl die Wohlhabenden als auch die Bedürftigen von ihnen. Und das letztendliche Ziel von allem ist es, Allah, dem einzigen Gott, alleine zu dienen, ihm nichts und gar nichts beizugesellen und keinen Gottesdienst jemandem anderen zu widmen als Allah subhanahu wa ta'ala. Aisha, die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, das Werfen der Steine am Tag von Mina und das Hin- und Herlaufen zwischen den Bergchen Safa und Marwa, das alles gibt es für keinen anderen Grund, als dafür Allahs zu gedenken. Es gibt keinen anderen wesentlichen Grund für diese Gottesdienste als dem Gedenken Allahs subhanahu wa ta'ala. Und so gehört es, liebe Geschwister, zu den deutlichen Merkmalen des Tawhid in dieser islamischen Gesetzgebung, dass sie, liebe Geschwister, an diesen Tagen durch unterschiedliche Gottesdienste sich alle dem einen und gleichen Herrn subhanahu wa ta'ala nähern wollen. Der eine spricht den La ilaha illallah, der nächste häuft das Sagen von Allahu Akbar, der nächste opfert, ein anderer vollzieht den Tawaf, der nächste vollzieht den Sa'i, der nächste wirft Steine, all dies, um Allah subhanahu wa ta'ala zu gefallen. Zu den deutlichen Merkmalen des Tawhid an dieser Ummah, liebe Geschwister, und zu den deutlichen Merkmalen der Einigkeit dieser Ummah und der Einheit, und dass sie wie ein einziger Körper ist, dass sie traurig sind, wenn die Geschwister anderswo traurig sind. Und dass sie glücklich sind, wenn ihre muslimischen Geschwister anderweitig glücklich sind. Der Muslim trauert, wenn andere Muslime verfolgt werden und aus ihrer Heimat vertrieben werden. Und der Muslim freut sich aufgrund der Freude der Pilgerer, der Hajj und der Umrah. So sagte euer Prophet sallallahu alaihi wasallam, an dem heutigen Tag, nachdem er das Fajr-Gebet verrichtet hat, am Eid-Tag, am Yawm al-Hajj al-Akbar, sagte sallallahu alaihi wasallam, wer dieses Gebet mit uns erreicht hat, das heißt das Fajr-Gebet am Eid-Tag von den Hujjaj, wer dieses Gebet mit uns erreicht hat,
und zuvor zu irgendeinem Zeitpunkt bei Nacht oder Tag in Arafat war, dessen Hajj ist vollendet und dieser hat erledigt, was zu tun ist. Und deswegen freuen wir uns für unsere Geschwister, die diese edle gottesdienstliche Handlung heute hinter sich gebracht haben und bitten Allah subhanahu wa ta'ala um einen Anteil an ihren an der Erhörung ihrer Bittgebete, wie wir gleich noch sehen werden, inshallah. Liebe Geschwister, der Auserwählte sallallahu alaihi wasallam hat uns etwas mitgeteilt, was uns allen Freude bereitet und uns alle motiviert, diese Gottesdienste in der Zukunft, inshallah, immer wieder zu verrichten. So berichtet Abdullah ibn Umar, möge Allah mit ihm und seinem Vater Umar zufrieden sein. Er sagte, ich saß einmal mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam in der Moschee von Mina. Mina ist eine Gegend neben Mekka. Und er saß dort in der berühmten Khaif-Moschee, die bis heute bekannt ist. Daraufhin kamen zwei Männer zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Einer von den Ansar und der andere vom Stamm Thaqif. Sie beide begrüßten den Propheten sallallahu alaihi wasallam mit dem islamischen Friedensgruß. Dann sprachen sie für ihn ein schönes Bittgebet. Und das weist auf ihren guten Umstand, ihren guten Umgang und ihr gutes Benehmen mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam hin. Das ist wie wenn du zu jemandem gehst und dann Assalamu alaikum wa rahmatullah sagst und erstmal für ihn betest und sagst, möge Allah dich belohnen, möge Allah dich erhöhen, möge Allah dir deine Sünden verzeihen, möge Allah dir und deinen Eltern vergeben und so weiter und so fort. Und danach erst haben sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, o Gesandter Allahs, wir sind zu dir gekommen, um dir eine Frage zu stellen. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, noch bevor sie ihre Frage formulierten und noch bevor sie Andeutungen gemacht haben, weswegen sie gekommen sind, denn es ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dem Allah azza wa jall von über sieben Himmeln eingibt, er sagte sallallahu alaihi wasallam, wenn ihr beide wollt, werde ich euch mitteilen, weswegen ihr gekommen seid, noch bevor ihr mich danach fragt. Wenn ihr allerdings wollt, kann ich mich auch zurückhalten und abwarten, bis ihr mich gefragt habt. Daraufhin sagten sie, O Gesandter Allahs, teile uns mit, was wir dich fragen werden. Denn in einer anderen Überlieferung sagten sie beiden, wir möchten unseren Iman stärken oder wir möchten unsere Gewissheit an dich und stärken. Dann sagte der Mann aus Thaqif zum Mann von den Ansar, beginn du, frag du deine erste Frage, denn jeder von ihnen hatte eine Frage. Der eine wollte über die Hajj etwas fragen und der andere wollte über das Salah und den Wudu etwas fragen. Da sagte der Ansari radiallahu anhu, o Gesandter Allahs, teile mir mit, was ich dich fragen möchte. Daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm eingegeben, denn Allah azza wa jall gewährt Einblick in das Verborgene für denjenigen Gesandten, von denen er möchte, wie er subhanahu wa ta'ala uns im Koran al-Karim Surat al-Jinn mitgeteilt hat. Und Allahs Prophet ist einer der Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam. Er sagt, ihr seid zu mir, du bist zu mir gekommen, um mich danach zu fragen, um mich nach dem zu fragen, nach der Belohnung zu fragen für jemanden, der hinauszieht, um eine Hajj oder eine Umrah zu vollziehen. Und welche Belohnung du dafür bekommen wirst. Und du bist hinausgezogen, um mich nach den zwei Rak'a, nach dem Tawaf, um das heilige Haus zu fragen. Und du bist hinausgezogen, um mich nach dem hin und her schreiten zwischen den Bergchen As-Safa und Marwa zu fragen. Und welche Belohnung einen dafür erwartet. Und du bist hinausgezogen, um mich zu fragen, welche Belohnung ich dafür bekomme, wenn ich am Nachmittag von Arafat mich in Arafat aufhalte. Und du bist hinausgezogen, um mich nach dem Lohn zu fragen, der dich einholen wird, wenn du die Steinchen geworfen hast auf die Jamarat, auf die großen Steinhaufen. Und du bist hinausgezogen, um mich nach dem Lohn zu fragen für dein Opfertier. Und du bist hinausgezogen, um mich zu fragen, welche Belohnung du bekommst, wenn du dein Haupt geschert hast. Und du bist hinausgezogen, um mich zu fragen, welche Belohnung du bekommst, wenn du das Haus umschreitest, den Tawaf um die Kaaba vollziehst. Und du bist hinausgezogen für diese Dinge. Da sagte der Mann, ich schwöre bei demjenigen, der dich mit der Wahrheit entsandt hat, ich bin hinausgezogen, um dich genau diese Sachen zu fragen. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn du hinausziehst, um eine Hajj zu vollziehen oder eine Umrah zu vollziehen, dann macht deine Kamelstute keinen Schritt, ohne dir dafür eine gute Tat gut zu schreiben
und gleichzeitig eine schlechte Tat wegzuwischen. Und was deine beiden und was dein Tawaf um die Kaaba angeht, so wirst du keinen einzigen Schritt machen, kein einziges Mal deinen Fuß erheben und kein einziges Mal deinen Fuß wieder aufsetzen, ohne dass Allah, der Allmächtige und Ruhmvolle, dir eine gute Tat niederschreibt und eine schlechte Tat beseitigt. Und was deine zwei Raka'a nach dem Tawaf angeht, so ist es so, als hättest du einen Sklaven der Kinder Ismails befreit. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnte die Kinder Ismails, weil sie zu den edelsten der Menschheit gehören. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch andere Dinge, die wir inshallah ta'ala im zweiten Teil der Khutba erwähnen werden. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Meine lieben Geschwister, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir waren dabei, die Fragen zu beantworten, die der Ansari radiallahu ta'ala anhu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam stellte. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam fuhr fort und sagte, und was dein hin und her schreiten zwischen As-Safa und Marwa angeht, so bekommst du dafür die Belohnung, als hättest du 70 Sklaven befreit. Und was dein Stehen am Nachmittag in Arafat angeht, so steigt der Herr, so steigt Allah, der Segensreiche und Erhabene, zum untersten Himmel hinunter und prahlt mit euch vor seinen Engeln und spricht, das sind meine Diener, das sind meine Diener, sie sind zu mir zerzaust und verstaubt aus jeder jeglichen Ecke zu uns, zu mir gekommen. Sie erwünschen meine Gnade und meine Vergebung. Und daraufhin sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist das Edelste überhaupt an jenem Tag, er sagt subhanahu wa ta'ala, selbst wenn ihre Sünden so viel wären wie der Sand, selbst wenn ihre Sünden so viel wären, wie es Körner im Sand gibt, oder Wassertropfen an Regen gibt, oder Wasserschaum im Meer gibt, so würde ich sie alle für sie vergeben. Und daraufhin sagt Allah subhanahu wa ta'ala, O meine Diener, zieht weiter, das heißt, zieht weiter von Arafat nach Muzdalifa. O meine Diener, zieht weiter nach Muzdalifa mit vergebenen Sünden, sowohl für euch als auch für diejenigen, für die ihr Fürsprache eingelegt habt. Sowohl für euch als auch für diejenigen, für die ihr ein gutes Wort eingelegt habt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Bittgebete der Hujjaj annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Bittgebete seiner Delegation annehmen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Pilgerer der Hajj und Umrah sind eine Delegation Allahs. Wenn sie ihn bitten, erhört er ihre Gebete. Wenn sie ihn bitten, erhört er ihre Gebete. Und wenn sie ihn um Vergebung bitten, vergibt er ihnen subhanahu wa ta'ala. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und was dein Werfen der Steinhaufen angeht, so wird dir für jedes Mal, wo du ein Steinchen wirfst, eine große Sünde der vernichtenden Sünden vergeben. Meine lieben Geschwister, wisst ihr, was die großen und vernichtenden Sünden sind? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde danach gefragt. Da sagte er, damit ist der Schirk gemeint, die Zauberei gemeint, das Töten einer Seele, die Allah verboten hat zu töten, außer zu Recht, das Verzehren von Zinsen, das Verzehren des Vermögens von Waisenkindern, am Tage Fahnenflucht zu begehen und den unachtsamen, gläubigen Frauen Unzucht vorzuwerfen. Das sind die Sünden, für die man für jeden einzelnen Steinwurf einem eine Sünde vergeben bekommt. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und was dein Opfern angeht, so wirst du es bei deinem Herrn vorbereitet vorfinden. Das heißt, das Opfertier, was du geschlachtet hast, das wirst du nicht nur, du wirst nicht davon nur essen und davon spenden, sondern du wirst dieses Tier bereitgestellt im Paradiesgarten für dich serviert vorfinden, als würde der Prophet sallallahu alaihi wasallam dem Pilgerer die frohe Botschaft verkünden, dass er ein Paradiesbewohner ist. Denn derjenige, der ein Anrecht auf sein Fleisch yawm al-Qiyamah hat, das ist derjenige, der auch das Paradiesgarten inshallah betreten werden darf. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und was das Scheren deines Hauptes angeht, so wird dir für jedes Haar, das du abrasiert hast, eine gute Tat niedergeschrieben und eine schlechte Tat getilgt. Und
als würde der Fragende, der Mann, der von den Ansar, der diese Frage gestellt hat, als würde er sich wundern, wie kann es sein, dass ein Muslim so viele Sünden hat wie Haare am Kopf? Und diese Fragen stellt sicherlich nur jemand, der davon überzeugt ist, dass er seine Sünden mit seinen beiden Händen abzählen kann. Er sagte, o Gesandter Allahs, was ist, wenn die Sünden weniger sind als die Anzahl der Haare am Kopf? Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir dies als gute Taten niederschreiben. Meine lieben Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte dann, und was dein Tawaf um das Haus hiernach angeht, das heißt, dir wurden schon deine Sünden alle vergeben, was dein Tawaf nach all diesem angeht, so wirst du den Tawaf vollziehen, während du sündenfrei bist. Und ein Engel wird zu dir kommen und seine beiden Hände zwischen deine Schultern legen oder auf deine Schultern legen und sagen, handle gut zukünftig. Handle zukünftig gut, denn dir wurden deine Sünden, denn dir wurde alles Vergangene vergeben. Handle in Zukunft gut. Achte darauf, was du in Zukunft machen wirst. Allah subhanahu wa ta'ala hat seine Gnaden gegenüber ausgeschüttet und all dir deine Sünden vergeben. Und wir hoffen uns bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass er auch unsere Sünden vergeben hat durch das Fasten am Tag von Arafat. Meine lieben Geschwister, wir teilen mit den Pilgerern viele Dinge, unter anderem, dass es uns verboten ist, unsere Fußnägel und Fingernägel zu schneiden und unsere Haare zu rasieren und zu kürzen, bis unser Udhiyatier geschlachtet worden ist. Das gilt für jeden, der vorhat, ein Opfertier zu schlachten. Ebenso den Dua am Tag von Arafat, denn die Erfolgreichen von uns haben den gestrigen Tag, an dem Allah Azza wa Jal zum untersten Himmel hinuntersteigt, ausgenutzt, um Bittgebete für sich und die Muslime alle zu machen. Ebenso, liebe Geschwister, bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir die Vergebung der Sünden teilen mit denjenigen, die Hajj und Umrah gemacht haben. Denn Allah subhanahu wa ta'ala erhört nicht nur das Bittgebet für die Hujjaj, sondern auch das Bittgebet erhört er, wenn sie für andere, die keine Hajj vollziehen, beten. Meine lieben Geschwister, diese Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist eine einzige Umma und wenn sie ein Leiden erfährt, dann leidet der gesamte Körper unter Schlaflosigkeit und Fieber. Und deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala um Segen und wir bitten ihn subhanahu wa ta'ala um Frieden und Sicherheit, gerade in den Ländern, in denen die Muslime leben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala seine Gnaden über uns schütten und diesen Eid-Tag zu einem Eid der Freude machen für alle Muslime, sowohl diejenigen, die in ihrer Heimat sind, als auch diejenigen, die aus ihrer Heimat unrechtmäßig vertrieben worden sind. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa kullu amin wa antum bi khair.